Und ich habe mit einer Freundin letztens telefoniert, die ist Schauspielerin, eine sehr, sehr erfolgreiche Schauspielerin, hat in unzähligen Fernsehserien und Filmen mitgespielt, auch die Hauptrolle. Und die hat zu mir gesagt, weißt du, die größte Beleidigung, wie man mich beleidigen kann, ist, wenn man mich als Promi bezeichnet. Weil Promi mittlerweile ein Wort ist, es ist ein Unwort, es ist fürchterlich. Und ich kann das auch verstehen, weil es gibt da eine eigene Szene mittlerweile. Also früher gab es Prominente, so richtig Prominente, also was weiß ich, aus Politik, Wirtschaft, Kunst, Showbusiness, ganz egal, aber die hat einfach jeder kennt. Und dann gab es, hat sich parallel irgendwie so entwickelt, diese Sub-Promi-Szene, so mit Mausi Lugner und Co. Und das war dann eh schon wirklich peinlich. Also das war eher sehr zach. Und wenn man glaubt, es geht nicht mehr schlimmer, dann geht aber doch immer noch ein bisschen was. Und da hat sich so eine Subkultur jetzt entwickelt unter der B-Promi-Szene, eine Sub-B-Promi-Szene. Also da rennen Leute immer drum, von denen ich garantiere dir, du hast keine Ahnung, wenn ich dir diese Namen nennen würde, wer das ist. Und es ist auch mit Recht, weißt du das nicht. Ja? Also ich habe da zum Beispiel, da gibt es eine Sängerin, die nennt sich Sängerin, die trifft keinen Ton. Keinen einzigen Ton und ist aber voll dabei. Also die verkauft sich als Sängerin, die gibt jetzt auch schon Gesangsunterricht und macht Kabarett und was weiß ich, was alles. Und da denke ich mir immer, bist du deppert? Also das Selbstvertrauen hätte ich gern. Und ich habe diesen Leuten einen Song gewidmet, der da lautet B-Prominenz. Meine Herren, zuerst Installateur, da war das Leben schwer. Harte Arbeit Tag für Tag, das Börsel trotzdem leer. Jetzt brüll ich in ein Mikrofon, obwohl ich nicht singen kann. Und mach ein bisschen Kabarett, das muss da mal der Zahn. Ich bin jetzt auch dabei, ich bin ein Teil der B-Prominenz. Jetzt hab ich's geschafft, jetzt bin ich wer. Wir sind alle da Best Friends, denk ich mir, während ich Buffet verzehr, auch wenn mich gar keiner kennt. Das brennt ich aus, weil wir sind eine Party. Und wenn der Fotograf von mir wegrennt, dann spring ich rein ins Foto. Der vergisst mich nicht. Yeah, devil, yeah. Ich geb jetzt auch schon Unterricht. Ich weiß schon, singen kann ich nicht. Stört das meine Schüler nicht? Meine Vita jedes auch besticht. Auch wenn sie frei erfunden ist, so bleib ich dabei Optimist. Denn wichtig ist, das ist, was zählt. Aufmerksamkeit, die so fehlt. Ich bin jetzt auch dabei. Ich bin ein Teil der B-Prominenz. Jetzt hab ich's geschafft, jetzt bin ich wer. Wir sind alle top Best Friends. Denk ich mal, während ich brief wie Fazer, auch wenn mich gar keiner kennt. Das bring ich aus, weil wir sind Apathie. Und wenn der Fotograf von mir wegrennt, dann spring ich rein ins Foto. Der vergisst mich nicht. Ladies and gentlemen, on the keyboards, Mr. David Reisman. B-Prominenz, jetzt hab ich's geschafft, jetzt bin ich wer. Wir sind alle da Best Friends, denk ich mal, während ich spiel FIFA zehr. Auch wenn mich gar keiner kennt, das bring ich aus, weil wir sind Apathie. Und wenn der Fotograf von mir wegrennt, dann spring ich rein ins Foto.
prominent. Jetzt hab ich's geschafft, jetzt bin ich wer. Wir sind alle noch best friends. Denk ich mal, während ich Buffet verzehr, auch wenn mich gar keiner kennt. Das blende ich aus, weil wir Schau-Party. Und wenn der Fotograf vor mir wegrennt, dann springe ich rein ins Foto.